Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde, ich bin der Zap. Ja, machen wir weiter mit unserem Let's Play Skyrim. Wir sind gerade in der Quest des DLCs Dawnguard, mussten uns aber mal eben kurz nach Hause begeben, um einfach mal ein paar Klamotten loszuwerden. Wir sind doch sehr überladen, überlastet. Ich musste Erenil auch schon ein paar Klamotten geben, deswegen sieht sie gerade so lustig aus. Ja, und jetzt werden wir mal ein paar Klamotten in unsere Truhen ablegen. Und dann sieht das hoffentlich schon ein bisschen besser aus. So. Dann schauen wir mal, ob wir uns ein wenig erleichtern können. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, ja, sind wir... Hallo? Yennefer. Ja, hallo? Was hat dich denn hierhin verschlagen? Darf ich vorstellen? Irenil? Amazingly pleasant change from the sewers. I'd drink from an old boot tonight. Und Englisch sprichst du auch. Das ist ja ein Ding. Ja, das ist Yennefer aus Witcher 3. Ich habe mir mal erlaubt, die zwischendurch hier hereinzuladen. Und ja, leider spricht sie nur Englisch. Ja, kann ja auch nicht dran ändern. Ist Triss denn auch da? Wir gehen mal runter. Wenn Yennefer da ist, ist Triss meist auch nicht weit. Und tada! Hier haben wir Triss Merigold. Auch die habe ich mal dazu geladen. Jetzt lauft mir doch nicht ins Bild, wenn ich hier... Ja. Auch sie spricht leider nur Englisch. Aber ich kann es nicht ändern. Sie hat auch ein bisschen lustige Menüführung. Das ist halt alles noch nicht so ganz ausgereift. Aber ich wollte die beiden mal hier mit dabei haben. Triss und Yennefer. So, das heißt für dich, Lydia, ich brauche deine Hilfe eigentlich nicht mehr. Wir brechen auf? Nee, eigentlich nicht. Das heißt... Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Gut. Hier trennen uns jetzt erstmal unsere Wege. Ja, genau das Gleiche meine ich auch. So, jetzt aber erstmal müssen wir... Tschüss. Tschüss. Langes Leben euch. Ja, tschüss, Lydia. So, wir schmeißen jetzt erstmal alles da rein, was wir reinschmeißen können. So, was habe ich? Habe ich noch irgendwas? Boah, ich habe aber auch einen Kram hier. Unglaublich. So. Du könntest mir jetzt mal ein paar Sachen geben, Irenil. Ich bin direkt hinter euch. Ja, weiß ich. Ihr müsst einige Sachen für mich tauschen. So. Was soll ich nehmen? Im Moment nichts. Du sollst mir was geben. Und zwar hätte ich gerne... Was hätte ich denn gerne von dir? Brauchst du das? Das brauchst du doch gar nicht. Gib mir das mal. Ja, die anderen Sachen kannst du behalten erstmal. Ja, da kannst du auch gerne mit rumschießen. Die brauchst du eigentlich auch nicht, die Eisenpfeile. Ach, behalt sie. Mein Gott, wenn du unbedingt willst, behalt sie halt. So, das kannst du mir geben. Das Diadem kannst du behalten. Die kannst du mir geben. Die kannst du mir geben. Das kannst du mir geben, damit siehst du nämlich scheiße aus. Das kannst du mir geben, den Rest darfst du behalten, die Zwergenrüstung kannst du mir auch geben. So. Geht ihr voran? Ja. So. Auch noch was, bin immer noch was da. Du mir geben kannst? Was soll ich nehmen? Ich guck mal eben, was du mir geben kannst. Du hast den Bogen, der jetzt nicht schlecht ist. Und die Pfeile und den Rest... Nee, sonst hast du nichts. Okay.
Ihr geht vor, ja, ich das, folge. Ja, so machen wir das. Gut, jetzt gehen wir da aus der Tür, damit ich da raus kann. Okay, dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen was in die Kisten legen. Und zwar, was legen wir denn da rein? Das legen wir da rein. Warum nicht? Ach so, doch. E ablegen. Kann ich nicht. Ja, muss er auch nicht unbedingt. Das hätte ich gerne behalten. Den Zauberstab, den brauchen wir jetzt nicht. Den hängen wir gleich mal da rein. Stahlpfeile. Ja, das kann ich da reinlegen. Ja, die Maske kann ich da eigentlich auch reinlegen, oder? Ich habe da noch so eine gammelige Maske. Nee, die kann ich hier nicht reinlegen. So, das kann ich hier alles reinlegen. Okay, also. Nee, so rum geht's. Was haben wir denn da? So rum geht's. Wo ist denn die gammelige Maske hin? Was ich hier alles hab. Was ich hier alles hab. Tausende von Schlüsseln. Hunderte von Büchern. Und Alchemie-Klamotten bis zum Abwinken. Was zu essen bis zum Abwinken. Zaubertränke bis der Arzt kommt. So, pass auf. Ziri-Truhe E ablegen. Das kann ich ablegen. Das kann ich ablegen. Das. Den Silberring, der bringt nichts, behalte ich aber mal. Okay. Das ist von Triss und Yennefer, die Klamotten. Das kann ich auch ablegen. So, von Triss und Yennefer, die Klamotten. Oh, was bist du denn so nah? Pass auf, von Triss und Yennefer, die Klamotten. Die legen wir hier. Nee, das ist ja nicht unser Zimmer. Das ist deren Zimmer. Und deswegen packen wir die hier in den Kleiderschrank. Das und das. So. Dann haben wir das auch. Wie sieht es bei mir aus? Nicht so richtig toll. 235. Okay, gut. Pass auf. Machen wir jetzt Folgendes. Dann lassen wir unseren ganzen Schmuckkram mal hier. Okay. So, 233 nur noch. Ja, gut. Was habe ich noch? Bücher. Bücher lassen wir unten. Okay, so. Bücher lassen wir... wo lassen wir Bücher? Bücher lassen wir... Pass auf, dann machen wir es so. Den ganzen Alchemiekram, kann ich den hier reinlegen? Hier könnte ich doch den ganzen Alchemiekram reinlegen, oder? Hier, den ganzen Alchemiekram. Alles, was ich so gesammelt habe. Das braucht doch im Moment kein Mensch. Das lege ich jetzt alles mal hier rein. So. Alles in diese Truhe. Gut. Und hier legen wir Annalen der Drachenwache. Muss ich das lesen? Das habe ich noch nicht gelesen. Ich lege das mal ab. Genau das lege ich auch ab.
Das. Schriftrolle der Alten. Die würde ich schon ganz gerne mal. Was denn das so ist? Das. So, pass mal auf. Da steht ihr jetzt alle. Schriftrolle der Alten. So. Ja, mehr brauche ich da auch nicht. Die kann ich dann also nicht lesen. Die Schriftrolle der Alten lege ich hier in dieses Regal. Die liegt dann da alleine drin. Oh, konnte nicht aus dem Inventar entfernt werden. Das ist natürlich super. Ja, dann halt nicht. So, dann legen wir die restlichen Bücher, die ich noch so habe. Hier mal rein. So, da liegen sie. Gut. Also ich würde sagen, Triss, Jennifer, ruht euch noch mal ein bisschen aus. Ich gehe mit meinen Mädels mal Vampire jagen. Und hole ich euch mal dazu. Oder? Jen? Oder willst du jetzt schon mit? Du hast noch keine Waffe, ne? Wir haben noch keine Waffe für dich. Da müssen wir uns erstmal überlegen, was du später für eine Waffe bekommst. Das machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal Vampire jagen, würde ich sagen. Jetzt haben wir genug unseren Kram hier überall abgelegt. Den müssen wir auch irgendwann mal verkaufen. Ja, das bringt ja nichts, wenn wir den nur hier, ne? Bringt ja nichts. Irgendwann müssen wir den auch mal verkaufen. So, und es ist schon wieder Nacht. Was nicht schlimm ist. So, hier müssen wir hin. Und dann geht's von da aus weiter. Wir reisen aber über Tag, oder? Wenn jetzt Nacht ist, dann warten wir mal ein bisschen. Also daran habe ich jetzt keine Lust, hier durch die Nacht zu streifen mit meinen Mädels. Ja, das habe ich mir gedacht. Mädels, seid ihr beide da? Hallo? Ich habe es mir gedacht. Kamille trödelt schon wieder irgendwo rum. Ja? Ich weiß nicht, warum die zwischendurch immer mal verloren geht, die Kamille. Ist sie hier irgendwo? Irenil, du bist da, wie immer. Kamille ist schon wieder verloren gegangen. Ja, ich krieg zu viel. Ich krieg echt zu viel. Jetzt geh ich nochmal zurück. Hol die nochmal. Mal gucken. Mag die Nachtluft nicht, oder was ist da los? Die mag die Nachtluft nicht. Und wenn die weiter so rumzickt, dann nehme ich mir die Jennifer mit. Ja? So. Kamille, wo bist du? Hallo? Ja, Irenil, du weißt halt auch nicht, wo die wieder rumtreibt sich hier die Kamille, oder? Du weißt es auch nicht. Vielleicht muss ich auch erstmal warten, bis die beim Reisen beide neben mir stehen. Vielleicht werden nur die dann richtig portiert. Das kann auch sein. So, Kamille? Hallo?
Wo treibst du dich rum? Wo ist Camille? Ich suche schon wieder Camille. Also lange mache ich das nicht mehr mit. Lange mache ich das nicht mehr mit ihr. Dann kann sie mich mal. Ist sie hier? Nein, hier ist sie auch nicht. Wir rennen hier rum und suchen Camille. We need to hurry. Ist sie im Schlafzimmer? Nee, hier ist sie auch nicht. Ja, dann gucken wir noch mal eben draußen. Es kann auch sein, dass ich jetzt hier warten muss, siehst du? Sie kommt ja jetzt erst. So, dass ich auf die beiden erstmal warten muss und dann erst. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Jetzt kommen wir wieder hier von Höxkün auf Stöxkün und kommen in unserer Quest nicht weiter. Machen wir da irgendwie einen Kram, aber nicht das, was wir sollen. Ja, so ist das bei Skyrim halt. So, Ladies und Gentlemen, wo ist Camille? Freiwillige vor, Irenil. Sag mir, wo sie ist. Wo sie sein könnte. Wo könnte sie sich rumtreiben? Man weiß es nicht, oder? Du treues Mädel bist immer bei mir. Camille treibt sich wieder irgendwo rum. Irgendwo treibt sie sich rum. Man weiß es nicht wo. Vielleicht kommt sie irgendwann mal irgendwo angelaufen. Oder sie steht auf einmal irgendwo wieder. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir nehmen jetzt die Yennefer mit. Mal gucken, vielleicht verhält sie sich ja ein bisschen besser. Die Yen kann, glaube ich, zaubern. Wir gucken, glaube ich, mal gleich in ihr Inventar. So, was kannst du denn? Über welche Fähigkeiten verfügst du denn? So, Einhand 15, Zweihand 15, Magie 39, Zerstörung 43. Ich könnte ihr also Beschwörung 15, ich könnte ihr also was geben. Bitte? So, ich könnte ihr also was geben. So, where shall we start? Ja, gleich. What? Oh, I'd love to see it all. Do you really wish to do this now? So, jetzt gucken wir mal. Pass auf, was kann ich dir geben, Yennefer, was du gebrauchen kannst? Du hast nämlich keine Waffen. Aber kann ich dir auch Magie geben? Oder muss ich dir das beibringen? Wie war denn das? Wie geht denn das? Eine Waffe kann ich dir geben. Da sind wir sofort dabei. Aber wie war das denn mit Magie? Wie war das mit Magie? Wie war das damit? Es kann doch sein, dass ich dir was beibringen kann. Trainiert etwas, das wird stärker machen. Okay. So. Hast du jetzt was trainiert? Ups, da bist du wieder. Hast du jetzt was trainiert? Mal gucken. Ich guck mal eben was. And now? Ich nehme dich jetzt mal mit. Mal gucken, was du kannst.
Ja? So, ich nehme... Komm. Ja, ich nehme dich jetzt mit. Gucken, was du kannst. Kommst du mit? Nö, stehst da blöd rum. Yes? Well, if you must, you must. Ja. I shall wait for you for a time. Denke ich auch. Aber jetzt... Hm? Folge mir bitte. Shall we go? Okay, so. Gut, ihr habt's gesehen. Ich habe jetzt eindeutig gesagt, sie sollen mir folgen. So, sie hört aufs Wort. Zwar nicht aufs Erste, aber... Mal gucken. Mal gucken. Dass ich so viel Probleme mit meinen Begleiterinnen habe, das hätte ich auch nicht erwartet. Camille ist schon wieder verschollen. Irenil ist immer da. Irenil ist immer da. So, wen habe ich denn jetzt mit? Überhaupt keinen mehr. Ja doch, da unten kommt Irenil. Da unten kommt Irenil. My, it's lovely. Und wo ist Jennifer? Ich habe gerade Jen gehört. Wahrscheinlich hinter der Tür, oder? Ja, Irenil. Wie es aussieht, wollen die wieder nicht. Ja? Das ist aber auch verhext. Mal gucken, wie lange ich da noch Bock dran habe. Ich glaube nicht mehr lange. Dann ist es mir egal, wer noch mitkommt. Irenil ist eh immer da. Ja, dann können sie sich hier. Ja. So, Jen. Siehst du, jetzt ist nämlich Jen auch weg. Das gibt's doch gar nicht. Irenil, jetzt sag doch auch mal was. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist Jen weg. Also irgendwie ist hier der drin. Wir beide machen das Ding jetzt alleine. Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Auf die Zickentanten. Ja? Nee, und wir wollen aber nicht. Und wir kommen jetzt mit, aber sind plötzlich weg. Und auf den ganzen Kram... Habe ich keinen Bock mehr. Dann sollen die halt bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Ja, da ist sie wieder. Und da ist sie auch. Ja, hallo? Geht's noch, die Damen? Also jetzt, ja, das versteht einer, wer will. Versteht das einer? Bekommt jetzt irgendeiner mit? Irenil ist da? Nee? Kommt jetzt irgendeiner mal mit? Ja, Irenil, da bist du. Komm, dann lassen wir die anderen Zicken da stehen, oder? Ja, komm, wir lassen die anderen Zicken da stehen. Wir machen das jetzt alleine. Komm, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt ist rum mit dem Salat. Die anderen Zicken können da stehen bleiben, wie sie wollen. Wir gehen jetzt zur Gruft. Und dann ist das sowas. Sowas aber auch. Siehste, keiner da von den Zicken. Nur meine Freundin Irenil. Das habe ich mir gedacht. So, jetzt müssen wir nach links. Bis zum Weg. Und dann müssen wir den hier rauflaufen. Okay. So machen wir das.
So machen wir das. Und dann laufen wir halt nachts. Ist auch nicht schlimm. Dann laufen wir halt nachts. So. Ja, da kann sie schon nicht mehr. Hier ist ein Weg. Seht ihr? Hier. Mein Vater war in der Armee und sein Vater vor ihm. Ja, toll für deinen Vater. Mir ist nie etwas anderes in den Sinn gekommen. Ja. Da kloppen sich schon wieder Leute. Hörst du? Hörst du? Da kloppen sich schon wieder Leute. Oh, wo bin ich denn gerade? Ja, ich bin hier. Okay, dann laufe ich den Hauptweg jetzt erstmal weiter. Und irgendwann muss ich dann gleich rechts abbiegen. Irgendwann muss ich rechts abbiegen. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Dunstadt, Befestigung. Okay. Ich warne. Zurück. Zurück? Wieso zurück? Oh. Okay. Ich muss hier auch jetzt nicht unbedingt lang. Ja. Was ist das? Ein abgebrochener Baumstamm. Okay. Ich kann auch mal versuchen, hier entlang zu gehen. Macht Holz zu Gold. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich kann auch hier lang laufen. Seht ihr? Schwupp und alles ist gut. So, jetzt muss ich aber da hoch, glaube ich, oder? Muss ich, ist das der Weg zu Gruft? Ich guck mal eben. Ja, könnte er sein. Ist jetzt zwar nicht besonders toll ausgeschildert, aber er könnte es sein. Es ist auch dunkel. Gehen wir ihn hier hoch. Oh, 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 dass man gut geht. Dass man gut geht. Wo muss ich denn überhaupt lang? Geradeaus, aber ein bisschen nach rechts eigentlich. Ein bisschen nach rechts. Okay, gehen wir hier lang. Und dann vielleicht hier hoch. Na super. Ich bin begeistert. Bin wir jetzt mal wieder ein bisschen nach links. Also richtig, so richtig, so richtig toll ist das nicht. Und dunkel ist das auch. Jetzt warte ich erstmal. 9 Uhr haben wir. Jetzt warten wir erstmal auf. So, jetzt ist schon morgens und ein wenig heller und ein wenig freundlicher und wir kommen immer noch nicht weiter, weil wir immer noch hier vom Fels stehen. So, was machen wir denn? Hier ist auch noch Fels. So, was haben wir hier? Gehen wir halt hier hoch. So. Ja, guck mal. So könnten wir jetzt eigentlich hier weiter hochgehen, oder? Ich guck mal. Hm. Ja. Vielleicht. Vielleicht könnten wir jetzt da weiter hoch. Versuch's mal. Wir versuchen es einfach mal. So. Wir gehen hier einfach mal weiter. So. Das klappt doch schon ganz gut. Ja, jetzt sind wir hier.
Okay. Jetzt sind wir hier. Da in diese Richtung müssen wir. So, wenn ich jetzt weiterlaufe, komme ich auf den Weg. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist der das hier, oder? Das sieht man so schlecht. Ob der das jetzt hier ist, der Weg? Oder, nee, das ist der Weg. Hier ist der Weg. Okay. Dann laufen wir den Weg erstmal weiter. Und jetzt muss ich rechts abbiegen. Hier. Wahrscheinlich. Hier. Hier muss ich jetzt hoch. Okay. Es scheint, wir haben es langsam gefunden. Ich höre schon wieder Wölfe. Ist aber gut hier. So. Das ist aber auch... So. Okay, gut. Weiter geht's. Mal gucken. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, da müssen wir hin. Leicht nach rechts muss ich... Leicht da in diese Richtung... Leicht nach rechts. Da muss ich hin. Tada! Mein Ziel. Ja, bestimmt. Wie, das war schon mit dir? Das ging aber schnell. Ja, komm. Das ging auch mit dir schnell. Oh, da seid ihr noch mal. Und Schuss. Und ein Wolf. Hör auf damit. Komm. So. Kurzen Prozess gemacht mit dem Eiswolf. So. Banditen. Da. Ach, den Rest könnt ihr behalten. So. Unten habe ich da auch schon einen erledigt gehabt, oder? Genau. Geld. Den Rest könnt ihr irgendwo. Ja? So. Jetzt scheint das aber immer noch so zu sein, dass ich noch nicht ganz da bin. Das war nur ein Banditenlager. Mal gucken eben. Eigentlich bin ich schon da. Hier muss es irgendwo sein. Oder ist das im Banditenlager hier irgendwo? Hier irgendwo ein Eingang. Ach, da unten liegt noch der eine. Den nehmen wir nochmal mit. So, was hast du denn noch? Okay. Dietriche nehmen wir auch mit. Dietriche sind auch gut. Bah, diese blöde Gruft, die macht mich fertig. Ja, warum? Ach, guck mal, hier ist ein Dings. Wenn unter dem Zeichen der Fürsten reine Magiker den physischen Schaden. Du kannst ja irgendein Zeichen. Okay, Zeichen annehmen. Vielen Dank. So. Gut. Hilft mir aber immer noch nicht bei meiner Gruftsuche. Und hier komme ich nirgendwo rein, oder? Jetzt steckt doch mal das blöde Schwert weg. Hier komme ich nirgendwo rein. Okay. Ja, das ist anzunehmen, dass ich da nirgendwo reinkomme. Oh, sieht schön aus. Das sieht schön aus, wenn ich da mal irgendwo reinkommen würde. Entschuldigung.
Irgendwo hier muss es doch reingehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich stehe im Baum. Irgendwo hier muss es doch reingehen. Da soll die Gruft sein. Wenn ich da runterspringe, komme ich nie wieder hoch. So. Was haben wir hier? Aha. Können wir abbauen. Machen wir. So, da haben wir noch mal ein bisschen Erz abgebaut, aber das hilft uns nicht bei der Tatsache, dass wir den Grufteingang nicht finden. Das sieht zwar alles total toll aus hier, aber der Grufteingang bleibt uns verwehrt. Der soll da sein und ich bin schon fast drumherum gelaufen. Ja, so, jetzt gehen wir noch mal zu dem Fürstenstein hin. Und wenn ich den da nicht finde, dann finde ich ihn ohne euch. Ja, dann muss ich halt suchen. Das ist dann für euch wahrscheinlich viel zu blöde. Viel zu blöde. So, also, nochmal für Schwachstromtechniker. Hier ist ein Berg. Hier ist kein Eingang zu irgendeiner Gruft. Hier auch nicht. Nein, ist er nicht. Ich häng fest. Ich häng fest. Ja, und jetzt hänge ich wirklich fest. Okay. Und jetzt muss ich den ganzen Kram nochmal hoch. Okay, also, ihr Lieben, was raucht denn hier? Hallo? Was raucht denn hier? Ich habe hier irgendwas entdeckt. Hier ist der Eingang. Ja, gibt's das denn? Hier ist der Eingang. Wo bin ich denn hier auf der Karte? Hier von der Seite. Ich brech zusammen. Ich guck die ganze Zeit, aber das ist hier von der Seite der Eingang. Hier hätte ich den Weg einfach weitergehen müssen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egal. Wir haben den Eingang gefunden. Ja, hier ist definitiv der Eingang, aber weiter geht's in der nächsten Folge. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dann, euer Zapp.